Da kommen wir auch wieder nicht rüber. Okay, mal gucken. Kommen hier jetzt diese Viecher aus diesem Loch runter, um von diesem Explosivfleisch zu naschen? Das... Was denn? Alter, es funktioniert tatsächlich. Wie gemein ist das denn eigentlich? So, Moment. Ja, ziemlich nice. Aber ich weiß nicht... Ich komme aus dem Zielmodus wieder raus. Ich weiß aber nicht, weil... Wir können die ja gar nicht bis da hinten hintragen und... Oh, können wir die dahin werfen denn? Ich will es einmal ganz kurz ausprobieren. So, komm mal her. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das funktioniert, was ich vorhab, aber... Ja, friss. Guten Hunger. Nop, 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 nop. Wenn ich den jetzt nehme und dann einfach da einmal hinschmeiß. Nee, explodiert. Aber ansonsten explodiert mir das Viech ja wieder in den Fingern, oder? Oh, ich habe jetzt gerade versehentlich C gedrückt, das wollte ich nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Erholung. Ich will das einfach mal versuchen, weil wir müssen doch auch irgendwie diese anderen ganzen Netze irgendwie wegkriegen. Und ich wüsste gerade nicht, wie das sonst funktionieren soll. Wir müssen die auch irgendwie dann länger tragen können. Vielleicht nicht ganz so voll fressen lassen? Ich versuche das mal, wenn sich so ein Viech nicht ganz so voll frisst. So. Irgendwie muss das ja gehen. Also Leute, jetzt mal ganz im Ernst. So. Viech, komm her. Komm zu Mutti. Komm her. Ich hab da was Schönes für dich. Du wirst dich freuen. Und danach habe ich noch was viel Schöneres für dich. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann gehe ich aber auch weiter. Weil denn, weiß ich nicht. So, machen wir nur mal ein kleines Happerchen. So, ganz kleines Happerchen. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Nö, war gleiche Höhe, also. Ich weiß ja nicht, was uns erwartet, deswegen einmal ein bisschen. Da möchte ich nämlich nicht nur mit halber Energie rein. Dann schwabbelt wieder sowas. Ich habe hier gerade ein echt mieses Gefühl. Ist das da hinten Gestrüpp oder ein Gegner? Jupp, ist ein Gegner. Scheiße. Ich hätte hier gerne, wenn es nicht... Umstände machen würde. Ich hoffe gerade, wir haben hier jetzt genug rein. So. Ich nutze das Ganze jetzt auch. Alles klar. Bei so viel Eigenlob solltest du dir lieber die Nase zuhalten. Und wie denkst du das zu lösen, meine Blutherde? Ja. Verjüngungskern. Dieser Stein erhöht die von der Erholung der Nephilim hergestellte Gesundheit automatisch um 75. Das, gefällt mir auch. Müssen wir ihn irgendwie ausrüsten? Oder ist das jetzt automatisch? Oder, muss ich gleich mal gucken.
So, dann wieder das. Ich schmeiße sie jetzt gerade einfach schon mal. Jo, damit hätten wir das. Das war jetzt vor unserer Nase. Hier haben wir noch mehr. Wie kriegen wir diese Dinger hier kaputt? Da ist auch schon so ein Viech fertig. Machen wir da irgendwie rüber? Nö. Nee, das kommen wir nur echt nicht. Können wir das Viech von hier unten da hochschmeißen? Entschuldigung. Ich bin das viele Reden nicht mehr gewohnt. Okay, ich gehe jetzt einmal ganz kurz hier weiter. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Weil wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie wir die Dinger weiterschleppen können. Und das nervt mich. Dahinter wird es bestimmt... Ja, alles klar. Ich wollte gerade sagen, dahinter wird es bestimmt ganz viele tolle Sachen geben. Und, hallo. Gib uns das... Hallo, wir hätten das sehr gern. Können wir hier einmal durchlangen? Ja. Sehr, sehr gut. Wenn wir hier jetzt gleich noch den nächsten hätten, dann kriegen wir das bestimmt auch hin. Dann müssen wir ja nicht... Okay, Moment, hab eine Idee. Okay, war nicht die schlauste Idee. Aber ich glaube, ich habe gerade eine Idee. Ich gehe schon mal einfach in Zielmodus. Dann nehme ich dich mit. Kraxel mit dir einmal nach hier oben. Ich hoffe, das funktioniert so. Dann kann ich dich hier einmal da so hinschmeißen. Kommst du jetzt hier rüber? Okay, ihr frisst auch zu zweit dran. Das ist sehr gut. So, au! Das war zu nah. So. Oh, gut. Ich konnte eben nicht aus der Entfernung werfen, wie ich es gern getan hätte. Die orangenen Netze, die werden also... Oh, wie gemein ist das denn? Das klingt nicht gut. Musik in meinen Ohren. Spüre das Brennen der himmlischen Klinge. Was daran, Engel zu zerstückeln? Jeder braucht ein Hobby. Ich hoffe, du hast mir etwas übrig gelassen. Ich versuche es nicht allzu sehr zu genießen. Oh, das ist bedauerlich. Sprach sie und verpieselte sich. Alter! Ui! Bring mir Akku!
Schnell, 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 schnell. Weg, weg, weg. Der ist echt böse. Und sie bleibt immer stehen, wenn sie ihre Heilungsfragmente benutzt. Deswegen... Weg, weg, weg. Oh nein, nicht das schon wieder. Los, lauf einmal hier rum. No, nicht schon wieder. Au! Fuck! Und sie heilt sich gerade nicht. Sie heilt sich gerade nicht. Achso, scheiße. Weil ich wieder auf sie gekommen bin. Shit, ich muss mich gerade erstmal ein bisschen heilen hier. Ansonsten wird das gleich ganz böse in die Hose gehen. Oh, jetzt kann er wieder so laufen. Leck mich doch am Arsch! Na! Weg, weg, weg! Gott, 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 wir haben's ja gleich! Komm, 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 komm! Oh Gott! Oh! Gekratzt. Dann lass mich tiefer graben. Wir wurden reingelegt. Krieg. Die anderen. Hier sind größere Mächte am Berg. Beobachterin. Hilfe. Herrin! Etwas stimmt nicht mit der Welt. Die empfindliche Ordnung ist gestört. Okay. War aber ein nice Move. Tritt vor. Ich frage nun, Engel und Dämon. Seid ihr aus freiem Willen hierher gekommen? Die Grundsätze der Aushöhlung verlangen es so. Ja, Fürst des Abgotts. Ich auch. Ihr beide kämpft diesen Krieg seit Anbeginn der Zeit. Ihr seid müde,
Doch die Unsterblichkeit gönnt euch keine letzte Ruhe. Allein der Fürst des Abgrunds kann euch dieses Geschenk gewähren. Die letzte Erlösung. Eure Seelen werden nicht mehr immer wieder in den Kampf für Himmel und Hölle geschickt. Sie gehören jetzt mir. Und ihr seid endlich frei. Feiglinge! Die ungestüme Kreatur erwacht. Verblendete Schachfigur des feurigen Rates. Weißt du überhaupt, wo du bist? Ich weiß genau, wo ich bin. Der Gestank verrät dich. Der Abgrund ist selbst eine Hölle. Wohl wahr. Doch nur ich allein herrsche darüber. Was hast du ihnen angetan? Nichts, das sie nicht gewollt hätten. Ich sehe dir deine Ungewissheit an. Die wahren Folgen dieses sogenannten Kriegs um das Gleichgewicht übersteigen deinen Verstand. Vielleicht sollte ich dich aushöhlen. Eine Beobachterin. Das bestätigt, was ich bereits vermutet hatte. Du bist nur eine Marionette. Der Rat benutzt dich für seine eigenen Machenschaften. Genug! Im Gegensatz zu dir bin ich nicht hier, um mich zu bereichern. Die 7 Todsünden müssen ein für alle Mal besiegt werden, um das Gleichgewicht zu schützen, das du so verhöhnst. Ich lasse mich nicht aufhalten. Sie spricht die Wahrheit, mein Fürst. Und sie ist beharrlich, gelinde gesagt. Deine Worte bedeuten mir nichts. Sie stinken nach Lügen. Beweise mir dein Bemühen um Gleichgewicht. Wenn der Kampfball nicht schon hart genug gewesen wäre. Ja, aber es sind hier alles nur kleine Fische. Das Gold, ja. Das ist mehr als ein Kampftest. Eine Demonstration, Reiter. Du bist immer schnell kampfbereit. Peitsche gezückt. Wahre Rechenschaffenheit erfordert wahre Einsicht. Wenn das ein Test war, hast du nichts bestanden. Einem hohen Impuls zu widerstehen, zeigt eine ganz andere Art von Stärke. Spar dir die klugen Worte. Ich kenne meine Stärke. Und wenn ich sie dem Rat demonstriere, werde ich allein die Reiter anführen. Die 7 werden zerstört. Ebenso wie ihr Ziel, die Welt noch schlimmer zu machen als die Apokalypse, die wir bereits kennen. Nun denn. Das hier wirst du brauchen. Eine Flammenfähigkeit? Zu welchem Zweck? Selbst ich weiß, dass man sich manchmal für eine Seite entscheiden muss. Nimm diese Waffe in dem Wissen, dass ich meine Wahl getroffen habe. Doch beherzige dies, Reiter. Das Universum hat so viele Gesichter. Dein Überleben hängt von dem ab, was du hier gelernt hast. Du musst über das hinausschauen, was dir aus dem Spiegel entgegenblickt. Gut. Können wir jetzt gehen? Noch nicht ganz. Wir müssen noch über Abraxas reden. Abraxas? Ein Dämonenwichtigtuer. Wenn die Erde intakt bleiben soll, muss er beseitigt werden. Er gefährdet dein Gleichgewicht. Seine Seele muss zu mir gebracht werden. Verstehe. Und das soll ich übernehmen. Wer könnte es besser? Ich ziehe es in Betracht. Keine Garantie.
Dann hinfort mit dir und deiner Beobachterin. Flammfähigkeit. Drücke 5 und 1, um die Flammfähigkeit zu aktivieren. Drücke rechte Maustaste, um einen Angriff mit der Flammfähigkeit auszuführen. Halte rechte Maustaste gedrückt, um mit der Flammfähigkeit einen aufgeladenen Angriff auszuführen. Okay.